Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry 3 mit Königskobra. Ja, endlich dürfen wir sie auf Aplatos LP auch spielen. Ungefähr eine Woche nach den ganzen großen Let's Playern, weil die eine Vorabversion gekriegt haben. Und 3 Tage nach dem eigentlichen Release-Date. Denn am ersten Tag, den ersten Tag habe ich die ganze Zeit damit verbracht, die 21 GB runterzuladen mit meinem 1 MB Download-Speed. Am zweiten Tag hatte ich überhaupt keine Zeit und gestern habe ich schon mal probiert aufzunehmen, aber dann habe ich glorreich verkackt und war so frustriert, dass ich keinen Bock mehr hatte, es nochmal aufzunehmen. Also nehme ich es heute auf und lade heute hoffentlich auch noch hoch, wenn es irgendwie möglich ist. Wenn nicht, dann kommt es halt morgen, dann ging es halt heute nicht mehr, aus Zeitgründen. Ich meine, es ist nicht gerade leicht, ich weiß gar nicht, wie groß die Videos immer sind, auf jeden Fall ein paar Gigabyte großes Video hochzuladen. Mit 1 MB Download-Speed sind wahrscheinlich dann so 0,2, 0,3 MB Upload. Naja, ich laber mal hier nicht zu viel Kacke rum und drück mal auf beliebige Taste, damit das Fenster irgendeinen Anfall kriegt und es sich anmeldet. Und die Anmeldung erfolgreich ist und das Playlist runterlädt. So, ja, hier sieht man schon mal, 57 Minuten habe ich schon gespielt und dann ist es verkackt, weil jemand reingekommen ist und dann habe ich es nochmal probiert und dann habe ich zweimal auf Aufnahme gedrückt, das heißt, ich habe gar nicht aufgenommen, aber naja. Ja, natürlich starten wir ein neues Spiel. Die Grafikeinstellungen sind übrigens auf Maximum, ich weiß jetzt nicht, wie gut das während der Aufnahme funktioniert. Ja, ohne Aufnahme hat so ungefähr 60 FPS, mit Aufnahme will mir Fraps nicht sagen, wie viel es hat. Aber ich hoffe mal, dass es jetzt nicht allzu große Probleme gibt. Die Steuerung habe ich natürlich auch massiv geändert, weil ich da einfach, ja, ich brauche einfach meine eigene Steuerung. Naja, ein neues Spiel. Mache ich natürlich auf normal und wir starten es online, falls denn jemand anderes aus Aplatos LP auch irgendwann mal mitspielen will. Ja, den möchten wir überschreiben, der ist sowieso kacke. Und ja, es passt schon. Achte auf deine Entdeckungsanzeige. Fühlst du dich, würdest du entdeckt und musst den Sichtkontakt zu deinem Gegner unterbrechen. So, jetzt bin ich aber dann erstmal leise, weil jetzt das Intro kommt. AJ, mein Sohn. Ich habe einen letzten Wunsch. Bring mich zurück nach Lakshmana. Mr. Gale, ich bin Jeff Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwarya Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Dein Pass. Was ist los? Scheiße!
Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Wunderschön. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich habe mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen es richtig krachen. Alle! Should I stay or should I go? Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dipleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Paganmin. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter andererseits... Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hätte wohl auf meine Mutter zu essen. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also... Als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfahl.
Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe. Du musst es glauben. Hilfe. Hilfe, nutz dein Zwerchfell. Hilfe. Hilfe. Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terrorist, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Ja, ist schon ein sehr netter Typ. Müssen wir echt sagen. Und das Krabbenrangoon kann uns anscheinend auch nicht zum Dableiben ja überzeugen. Geld. Dankeschön. 1600. Okay, nicht schlecht. Wo geht's denn lang? Da geht's runter. Was zum Teufel? Boah, der Arme. Selbsthilfebuch. Ja, das braucht er definitiv, der Herr Pagan. Und nochmal 11.000 kyratianische Dollar oder was das sein soll. Aber bitte nicht so viel. Hi Daddy, ich hoffe du amüsierst. Okay, ja, das könnt ihr euch dann natürlich selber immer durchlesen. Er hat anscheinend eine Tochter namens Ashley. Ah, und wieder selber, okay. Autogrammkarte und nochmal 11.000 und noch eine Autogrammkarte, Munition und 13.000 fast. Okay, dann gehen wir da wieder nach unten. Den zu schocken, bevor er überhaupt die Chance hatte zu antworten. Ich möchte zuhören. Und die Leute sagen, ich wäre ein fantastischer Zuhörer. Wenn du mir einfach sagst, wer deine Freunde sind, was sie genau planen und wann es passiert, brauchen wir das nicht. Atme. So, wir wissen schon, dass du uns ausspioniert hast. Aber woher kennst du AJ Gale? Was will der goldene Pfad nur von ihm? Sorry. Hey Baby, nein, ich habe ein Meeting, ich kann gerade nicht. Ja, du weißt ja, wie stressig es hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob er anweist. Nein, ich rufe dich zurück, wenn ich fertig bin. Das sollte nicht lange dauern. Ja, wie geht's dem Mädchen? Ja? Gut, gut, gut. Gib allen einen Kuss von mir, okay? Ich liebe dich. Ich dich auch. Okay, bye. Ernsthaft? Weißt du, ich würde dich eigentlich kündigen. Aber meine Frau, sie würde das nicht verstehen. Vor ein paar Jahren hat meine Firma sich verkleinert und all meine Aufgaben an ein drittes Weltloch vergeben, wie... Naja, wie hier eigentlich. Und als nächstes war ich Schreibtischtäter. Mann, habe ich das gehasst. Wurde wegen Burnout beurlaubt. Und da war
ich nun? Die Frau auf Arbeit, die Kinder in der Schule und ich lag nur auf der Couch. Jeden Tag. Und starrte in die Scheißklotze. Aber dann sah ich ihn. Dr. Phil. Bekommt ihr das auch hier draußen, Dr. Phil? Oh, super. Und er sagte, daran erinnere ich mich genau, weil das vergesse ich nie. Wenn du glücklich werden willst, dann finde es dein wahres Ich. Blitzschlag. Und da wurde mir klar, dass ich das wertschätzen muss, was ich gut kann. Und zu deinem Leidwesen ist es das. Gut. Also ich mache das Folgende. Ich versuche es so gut zu machen, wie ich es irgend kann. Wenn ich dieser Arbeit um den halben Globus folgen muss, dann werde ich genau das tun. Ich bin runter von der Couch. Ich ernähre meine Familie. Ich bin der verdammte Mann! Sieh mir ins Gesicht. Ein ehrliches Lächeln. Also, wenn ich sage, ich kann das den ganzen Tag machen. Gut. Warum lässt du nicht alles los? Woher kennst du AJ Gale? Scheiße. Der kleine Arsch.